Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Geheimdienstkontrollgremium. Guten Tag, meine Damen und Herren und Damen und Herren und Herren, willkommen zur Tagesschau. Abgeschirmt von der Außenwelt hat sich Innenminister Friedrich heute im Keller des US-Auslandsgeheimdienstes NSA getroffen. Die Abgeordneten verlangen Aufklärung über die Spähaktionen in Deutschland. Die Bundesopposition vermutet, die Regierung habe davon gewusst, aber aus Protest gegen den Spaß nicht gehandelt. Friedrich wollte auch über seine Gespräche mit US-Verantwortlichen in Washington berichten. Er ist immer noch nicht gekommen. Wir wissen auch 6 Wochen nach Beginn der Enthüllungen, welche konkreten Daten von wem, durch wen abgehört und wie lange gespeichert werden. Friedrich wehrt sich, hält entgegen, worauf er in den USA gepocht habe. Es darf Industriespionage geben, das sagen die Amerikaner, machen wir auch. Zweitens, deutsche Gesetze auf deutschem Boden müssen eingehalten werden. Und drittens, wir wollen über das deutsche Thema, deutsche Verhältnismäßigkeit bei der SPD sprechen. Im Prozess um die Holger G., der sein Gesicht in der Öffentlichkeit verbirgt und inzwischen in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden ist, wird Mittäterschaft an 10 Morden zur Last gelegt. Holger G. hat bereits zugegeben, ich wusste nach Nagel. Holger G. hat bereits zugegeben, ich wusste nach Nagel. Holger G. hat bereits zugegeben, die mutmaßlichen NSU-Terroristen mit Auslagenerstattung unterstützt zu haben. Holger G. selbst habe von den Morden nichts gewusst, sagt sein Verteidiger. Letzte Woche hat das gesagt, der Zeuge war unser Mann. Wir wollen das Schmerzmittel Aspirin. Die mexikanischen Behörden haben einen der meistgesuchten Männer des Landes gefasst, den Chef des berüchtigten Drogenkartells. Nach Angaben der Regierung wurde er bei einem Spezialeinsatz im Norden des Landes festgenommen. Sein Kartell gilt als besonders brutal und grausam. Medien sprechen von einem großen Erfolg für Mexikos Präsident Peña. Er hat den Kampf gegen Drogen zu einem Schwerpunkt seiner Politik erklärt. Deine Macht, den Drogen. Das weltgrößte Meeresschutzgebiet im Arsch lässt weiter auf sich warten. Vertreter aus Bremerhaven U haben ihre Bremerhaven in Bremerhaven ohne Ergebnis beendet. Das Vorhaben scheiterte nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace vor allem am Widerstand Russlands. Damit ist bereits der 2. Versuch gescheitert, in der Antarktis Schutzzonen auszuweisen. Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer wird 110.000 Jahre alt. Mit mehr als 5 Mitarbeitern gehört Bayer zu den größten deutschen Industrieunternehmen. Angefangen hat Bayer als kleine Drogenfabrik in Wuppertal. Seit mehr als 100 Jahren ist das bekannteste Produkt negative Schlagzeilen, das mit dem Tod von Patienten vor allem in den USA in Zusammenhang gebracht wurde. Prominentester Gast der Jubiläumsfeier heute in Bremerhaven war Bundeskanzlerin Merkel. Und zum Schluss schauen wir noch auf das Wetter und die Aussichten. Morgen viel einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen zwischen 21 und 10.000 Grad. Und das war's für jetzt. Die Tagesschau meldet sich wieder bei Ihnen um 16 Uhr. Ihnen noch einen schönen Nachmittag und auf Wiedersehen.